Es ist komisch, wenn die Stimmen nicht mehr da sind. Ein bisschen sieht man und ich höre komische Geräusche. Es geht. Da können wir uns, glaube ich, was anhören. Es geht irgendwo da lang. Wir müssen nach da. Und jetzt? Nach da. Oder nach da? Nach da. Da vibriert es. Oder ist eine Wand? Das ist so verrückt. Hier ist eine Wand, aber hier vibriert's. Hier ist eine Ecke, wir kommen hier nicht durch. Hier vibriert's auch. Hier ist überall Luftzug. Da vorne ist wieder so ein Schemen, glaube ich. Jetzt hört es wieder auf. Wo ist der Luftzug? Da. Kommen wir da nicht her? Ich habe keine Ahnung. Das ist so verrückt, wenn man so wenig sieht und nur die Wände, die dann teilweise an einem vorbeiziehen. I think I'm somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Raben. Krähen. I hear water. Go to it. Wasser. Es ist so dunkel. Wir sollen dem Wasser folgen. Hier wird es auf jeden Fall lauter. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gerade hört. I've reached the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Strom aufwärts. Also gegen den Strom. Wo sind wir? Warum sehen wir nichts? So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Shenhua. My father. He taught me the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. I'll do my best. Wir müssen die Vergangenheit erneut durchleben. Oh, da liegt ein Toter. Was ist... Welche Vergangenheit? Noch ein Toter. Krieger. Gehen wir zum Dorf. Ich glaube, hier rechts können wir uns was anhören. Der Schemen sieht zumindest ein bisschen danach aus. Nein, das ist ein fieser Baum. Ich dachte, das wäre wieder sowas, wo wir uns eine nette Geschichte anhören können. So zwischendurch, aber wir sollen weiter. Er meinte stromaufwärts. Ich gehe immer noch stromaufwärts. Ich weiß noch nicht, ob wir richtig gehen. Schlimme Geräusche. Was ist das da vor uns?
Was ist das? There's a waterfall. I can't go on this way. Then look for another way and tell me what you find. Sieh nach einem anderen Weg und sag mir, was du findest. There is a house. Ist das die Sicht, die sie eigentlich hat? Also, wenn sie manchmal Dinge sieht, werden wir durch diese, durch ihren Geist gerade geführt? I don't know what's inside. Don't be afraid. Naja, im letzten Haus, in dem wir waren, wären wir fast verbrannt. Also, hab keine Angst, es... Tilly, there's something in here. Oh nein! Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it. One step at a time. Schleich dich dran vorbei, sagt er. Ist da, wo es vibriert, das Ding? Oder sollten wir da lang gehen, wo es vibriert? Okay, ich gehe da lang, wo es nicht vibriert, okay? Machen wir es so? Es ist, glaube ich, links von uns. Irgendwo da. Ich grabbel es wahrscheinlich gleich an, so. Hallo, ich stapfe hier nur durch die Dunkelheit, weil ich nichts sehe. Lass dich nicht stören, ich wollte dich nicht wecken. Oh je. Sackgasse. Ist das eine Tür? Nein, es ist keine Tür. Aber genau da ist es, oder? Da ist es. Hier irgendwo. Da auf der anderen Seite. Oh je. Ich will nicht. Da. Da vibriert es. Aber die Geräusche kommen von links. Headset, bitte täusch mich nicht. Ich will nicht an den Ketten vorbei. Das macht doch Geräusche, oder? Das hat Geräusche gemacht. Oh. Ist das der Ausgang? Sag mir, dass das der Ausgang ist. It's not following. Oh. Leave it behind. Oh, ist das fies. Ich hoffe, ihr seht überhaupt etwas. Folge dem Weg? Welchem Weg? Warte mal, da rechts marschiert doch irgendwas, oder bin ich jetzt blöd? Mädel, es ist offensichtlich nicht nur etwas hinter uns, es ist offensichtlich auch etwas vor uns. Nicht nach rechts. There is more of them. I think they're moving. You're breathing too fast. Nicht Angst haben. Ich habe auch keine Angst. Genau. In and out. In and out. Was sind das für Viecher? Es kommt. It will. You can do this, Anna. Sagt er so leicht. Er muss ja hier nicht durch die Dunkelheit stapfen. Ist das gruselig. Oh, ist das gruselig. Ich weiß nicht, ob es uns gesehen hat. Ich versuche jetzt gerade nur den Lichtern zu folgen. Und das ist gerade schon schwer genug. Da ist ein größeres Haus, glaube ich. Ich will nicht wieder in ein Haus. Nein! Das ist die fieseste Prüfung von allen. Das sage ich jetzt schon. Das ist voll unheimlich. Ich werde heute Nacht wieder nicht schlafen können. I think I'm in a house. It stinks.
Death. The darkness is testing you. But you are in control. Ja, wie denn? Wie genau haben wir die Oberhand? Ich sehe nämlich wieder nichts. Doch da vorne leuchtet irgendwas auf dem Boden, aber... Ich gehe den komischen Lichtern entgegen. Oh. Fliegen, überall fliegen. Dazu müssen wir nichts sehen. Um das zu wissen. Toll, wir sind schnurstracks auf eine Mauer zugelaufen. Können wir da drüber balancieren? Oh, ihr seid so fies. Oh, seid ihr fies. Einfach weitergehen, Senua. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Nicht nach unten gucken. Da sind ganz fiese Monster, sehe ich gerade. Nicht nach unten gucken. Nicht stolpern. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Können wir in den Brunnen rein? Oh nein, wir wissen noch gar nicht, was da hingeht. Da sind Monster. Tilly. Da vorne ist das Licht. Da hängen Leichen. Oh nein. Oh, lass dich nicht packen. Nein, das Licht verschwindet. Dillian, lass mich nicht alleine. Dillian, komm zurück. Dillian, wo bist du? Dillian? Dillian? Is that you? I can see a light. Yes, I can see you too. Dillian, aber da ist es stockfinster. Bleib da, Licht, bleib da. Nein, Licht, verschwinde nicht. Ich will ins Licht gucken. Wir gehen doch zum Licht, da ist es schöner als da, wo wir jetzt gerade sind. Licht, bleib, wo du bist. Habe ich Angst vor der Dunkelheit? Kann man nicht unbedingt sagen, aber das gerade war wirklich unangenehm. Das war wirklich unangenehm. Was ist ein Grasbüschel? Ich sehe schon fiese Dinger. Dillian. Ich will das nicht nochmal machen. She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Die letzte Prüfung. Sag mir, dass das die letzte Prüfung war. Bitte. Ach, da ist sogar ein Zeichen drauf. Ein durchgestrichenes Auge. War's das jetzt? War's das? Ja! With Grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillian was helping me.
and a sword will lead me to him. Like when we first met. Oh, das muss ich wirklich sagen, das gerade war für mich die schwierigste Prüfung von allen. Würde mich mal interessieren, wie habt ihr das gesehen? Was wäre für euch oder was war für euch gefühlstechnisch jetzt beim Zugucken so das Schlimmste? Ich fand das mit der Dunkelheit gerade wirklich schlimm. Also, ich habe nicht... Ja, könnte man nicht sagen. Habe ich Angst vor der Dunkelheit? Pff, ja, normale Angst vor der Dunkelheit. Jetzt nicht, dass wenn das Licht aus ist, dass ich dann Angst habe. Aber wenn ich gar nichts sehe und nicht wüsste, wo ich bin... Oder es wäre dann einfach nur finster. Das ist schon irgendwie eine grausame Vorstellung. Ich zitter gerade, deswegen bleibt der Char immer wieder stehen, weil ich vom Controller rutsche. Das gerade war wirklich schlimm. Das hat mich voll mitgenommen. Oh, ich glaube, ich brauche gleich noch meinen Beruhigungstee. Ich trinke übrigens nicht wirklich Beruhigungstee. Es ist momentan, glaube ich, Pfefferminztee mit Honig. Wirkt aber auch sehr beruhigend. Oh je, was habt ihr mir angetan? Da ist das Schwert, da wäre das Schwert. Aber ich glaube, ich möchte jetzt erst noch mal kurz einen Schluck trinken und dann sehen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge oder je nachdem, wie ich schneide. Vielen Dank fürs Zuschauen und genau, bis dann. Ciao. I blodens kyss varje dag.